Hallo und herzlich willkommen Leute zur Böllertour XXL 2.0. Die heutige Böllertour steht unter dem Motto entspanntes Feuerwerk. Und ja, wenn ihr euch das hier anguckt, werdet ihr sehen, dass hier alles leises Feuerwerk ist. Also nichts mit Knall und so, das kommt natürlich in den anderen Folgen wieder. Aber in dieser Folge soll jetzt mal das leise Feuerwerk im Mittelpunkt stehen. Draußen ist es schon dunkel und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. So, wir befinden uns jetzt draußen. Wir haben natürlich wieder einen geilen Behälter für das ganze Feuerwerk. Wir fangen einfach mal an mit... Ja, komm. Hier, Klasse 1 zum Anfang geht immer. Und zwar hier die Vulkane vom Keller. Klasse 1, ganz normal, kennt man ja. Ja, machen wir einfach mal einen. Oder zwei. Die Vulkane. Oh nein, was soll das? Ah! Nein! Ich sagte, die werden umfallen. Okay, der war jetzt im Nicht-Feuerwerksmodus. Jetzt schalten wir mal um und machen den nächsten im Feuerwerksmodus. So, jetzt im Feuerwerksmodus. Ja, also beide Vulkane gleich scheiße, aber wir haben ja noch ein bisschen was. So, nach diesem krassen Start geht's jetzt weiter. Was haben wir noch? Noch viel zum Glück. Jetzt machen wir mal was, was hochgeht. Hier, wunderschöne Sonnenvögel von Weco. Und jetzt hier den dicken Klopper Sonnenvogel von Weco. Die Dinger sind geil mit so Stufen. Nächstes Teil. Ja, das ist schön. Moment. Ui, was ist das denn? Goldglitzerfontäne von Nico. Eine kleine 15 Gramm NEM-Fontäne. Ja, zünden wir das Ding mal an, wa? Jo. So, also jetzt hier Glitzer-Goldfontäne. Ja, war okay. Dum, 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 dum. Yeah, da steht's noch. Ja, such dir mal was raus. Nicht das Größte. Okay. Defender 3. Das sind die leisen Defender. Zwei Stück haben wir, wa? Ja. Jo, da unten ist noch einer. Jo, machen wir den mal. Also jetzt hier der Defender 3. Ich hoffe, wir schießen jetzt nicht in einen Baum oder so. Aber dürfte eigentlich nicht. Hey, warum knallt der denn? Ist ja voll scheiße. Das war jetzt gerade irgendwie so ein bisschen fail. Eigentlich ist es natürlich gut, wenn das knallt. Allerdings war es völlig unpassend für diese Folge sozusagen. Und ja, weil es uns jetzt zu riskant ist, den zweiten auch noch zu zünden und dann die ganzen Hunde wieder anfangen zu bellen, werden wir jetzt direkt mit dem nächsten Artikel weitermachen. Wer ist da ist? Ja, okay. Rölis von, wo sind denn die? Explode, glaube ich. Ja. Explode. Da steht's. Wow, 20 Schuss, das sind bestimmt diese Dinger, wo alles auf einmal rauskommt. Da hast du mit Erfahrung, wa? Ja, das plättert dann vorne raus. Ja, jo, dann go, go. Ich gehe ein bisschen weiter weg, ja? Falls es explodiert. Du hältst es schön fest. Die ganze Zeit. Ja. Oh, die schießen doch weit. Yeah! Ich dachte, die kommen da so rausgefluppt. Ja, ich eigentlich auch. Komm. Ja, klar. Haben wir da eine Lunte? Hä? Das ist einfach leer. Das ist leer. Mogelpackung. Warum ist das leer? Keine Ahnung. Das habe ich aus der Packung rausgezogen. Die haben uns ein leeres Rölli gegeben. Ja, schon was gefunden? Ah, die ist doch schön. Jo. Silberpalmen von Nico. Auch schon ein Kultartikel und wenn man mal schüttelt... Und
Holzstandfuß. Auf das Ding bin ich mal gespannt. Ich kenne die eigentlich nur in der alten Ausführung. Und ja, dann gucken wir mal, was das Ding kann. Ich glaube, es fängt an zu regnen. Einfach ganz oft probieren, dann geht's irgendwann. Öfter. Habe Geduld. Yeah! Ich wusste, dass du das kannst. Jetzt. Ui! Geil! Boah! Richtig edel! Krasse Teile, ey. Ey, ohne Spaß. Mega geil. Vogel! Wo ist der? Da! Vogel! Nur fliegen. Nachtfalter von Keller Feuerwerk. Hochaufsteigender Flieger. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Und hier irgendwo müsste noch ein zweiter sein. Da. Haha. Genau. Also zweimal jetzt. Aber du bist Zeuge, ja? Ja. Dass das eigentlich ein leises Ding war und es einfach ja, zerlegt hat. Das ist richtig. Konnten da nichts für. Nee. Alles klar. Nachtfalter. Mann, wir unterhalten uns immer noch über diesen Defender. Das können wir nicht glauben. Hui, schöne Dinger. Was will man denn noch anderes machen, wenn die einfach in die Luft gehen? Ja? Was? Defender, ja. Wir sind schwer enttäuscht. Komm, wir müssen uns jetzt aber in Nachtfaltern hier widmen. Oh. Ui. Oh, der hatte irgendwie einen platten Flügel oder so. Der ist ganz schön hin und her geflogen. Schön. Guck mal, ich bin der Lichtminister hier. Ja, schön machst du das. Ja. Leuchte mal lieber auf das Ding. Ah, ja. So. Ui, ist er aufgeräumt. Ja. Wer hat das gemacht? Ich? Tja. Komm, ich nehme mal die mal raus. Oh, das ist aber ein Premium-Teil. Glitzerregenfontäne, auch von Nico. Warum ist denn alles von Nico heute? Verrückt. Ja, dann Ansteckung. Also anstecken. Glitzerregenfontäne. Oh nein. Hey, das ist kein Regen, das ist Hagel. Oder so. Locker. Oder schneit's. Wie viel Grad haben wir? 10? Dann schneit's gleich. Yeah! Schönes Finale. Dieser Geruch. Ah. Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Ich meinte eigentlich das Feuerwerk, aber egal. ja, mach mal hier Krepatz. Wo sind die Krepatz denn? Da. Oh. Das sind die sogenannten Krepatz. Oder auch Kripas genannt. Sehen aus wie eine Böllerkette, sind sie aber nicht. Wollen wir nämlich verarschen? Ja, genau. Richtiger Lunken, diese Leslie-Leute. So, jetzt die Krepatz. Haben wir hier mal so ein bisschen aufgestellt, ja. Mal gucken. Jetzt knallen die einfach nur. Nee. Okay. Jo. Einer hat geknallt. Ja, ein bisschen. Okay. Jetzt machen wir mal die zweite noch. Die legen wir jetzt mal ganz normal hin. Ich weiß nicht, irgendwie war es besser. Ja. Ja, war es. Gut. Diese Ironie versteht doch keiner. Ja, man muss erstmal verstehen, Ironie zu machen. So. Nicht mehr so viel. Wow! Was ist das denn für ein krasses Teil? Das sind 1001 Silberteiler von Nico Feuerwerk. War das etwa Ironie? Nein. Okay, dann machen wir das mal. Ey, guck mal, wir haben es nicht mal geübt. Gibt schon ewig, die letzte hat mein Hund zerbissen. Mal gucken, wie die so ist. Allerdings nicht Emma, sondern der Hund davor. Also ist ungefähr 5 Jahre her. Warte, wir haben es gleich. Nein, die stehen drauf. Hast du okay mitgezählt? Nee, aber... Müssten eigentlich so. Waren 1002. Scheiße. Schade.
Mogelpackung. So, und fast sind wir fertig. Aber fast erst. Was ist noch so drin? Ja, was haben wir hier? Oh, geil. Strahlensonne. Die habe ich noch nie gemacht. Und sogar mit Druckfehler, diese Packung. Ja, also erstmal annageln jetzt. Zack, fertig. Sonne. Boah, das ist kompliziert. Stell dich nicht so an. Ich sehe, du machst das gut. Ja, jetzt komm, leichte Unwucht. Oh, richtiger Sonnenprofi. Ja, das muss klappen. Geh an. Yeah. Ja. Ja, es war eine Sonne. Nicht mehr und nicht weniger. So. Tja, fast alles leer. Ich wäre dafür, dass wir das größte Dings nehmen. Feuerwerk Riesenfontäne von Nico. Feuerwerk Riesenfontäne. Ja, meine ich doch. Relativ schwer, wirklich. Mit 41 Gramm NEM. Also jetzt hier der neue Riesenböller von Nico. Nein, Spaß. Ist natürlich nur die Riesenfontäne. Yeah! So, wunderbar. Also irgendwie ein ganz schön funzeliges Licht für diese Riesenfontäne. Finale. Sehe ich ähnlich. Düm, düm, düm. Was verbirgt denn sich noch da drin? Komm, du machst es jetzt so langsam hoch. Düm, düm, düm. Wow. Ey, das Ding soll aber wirklich gut sein. Du Gimpel, Alter. Hier, guck mal. So, Feuertrommel, 49 Leuchteffekte. Tja, das sagt jeder. Aber guck mal, hier sind ganz viele kleine Röhrchen. Vielleicht ist ja so ein Power-Rödi. Da bin ich mal gespannt. Das ist ein würdiges Finale. Und ein cooler Standfuß. Die Riesenfontäne ist immer noch leicht am Rauchen. Aber jetzt gibt es große Finale. Ey, oh, für so ein kleines Ding echt cool. Da sieht man es nochmal und anscheinend sogar irgendwie mit Ersatzzündschnur oder so. Ja Leute, das war's hier mit der Böllertour XXL 2.0. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, heute waren es nur leise Artikel, aber das wird sich wieder ändern. Beziehungsweise fast nur leise Artikel. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann und haut rein.